Hallo, liebe Reporter von der deutschen Presse. Habt ihr das Läuten noch nicht gehört? Oder seid ihr schon alle im Winterschlaf? Mutti Merkel hat Ursula von der Leyen zur Verteidigungsministerin ernannt. Als es um die Ministerpostenvergabe ging, hat sich die Merkel bestimmt überlegt, wie werde ich diese lästige Konkurrentin am elegantesten schnell und endgültig los? Aber klar doch! Ab ins Verteidigungsministerium mit der Ursula. Der ideale Ministerposten für ungeliebte Parteimitglieder mit eingebautem Schleudersitz. Franz Josef Jung hat es am eigenen Leibe erfahren. Schon nach 33 Tagen Amtszeit musste er wegen der Kundus-Affäre seinen Hut nehmen. Danach war dieser hartnäckige und bei der Bevölkerung viel zu beliebte Karl Theodor zu Guttenberg ran. Erst nachdem unsere allseits beliebte Bundeskanzlerin ihrem Superminister Karl Theodor dann öffentlich das Vertrauen aussprach, wussten wir alle, dass dessen Tage gezählt waren. Dass Lothar de Maizière dieses Drohnen-Himmelfahrtskommando überlebt hat, verdankt er einzig und allein der Bundestagswahl 2013 und wahrscheinlich dem Versprechen an seine Chefin, dass er keine Ambitionen auf das Kanzleramt hat. Dieser Ministerschleudersitz wurde nun wieder frei. Also die perfekte Gelegenheit für Frau Merkel, sich ihrer ambitionierten Parteifreundin zu entledigen. Beim nächsten vorhersehbaren Skandal wird die Kanzlerin in gewohnter Manier ihrer geliebten Ursula von der Leyen ihr vollstes Vertrauen aussprechen und dann genüsslich dem Rücktrittsgesuch der Ministerin entsprechen. Dass die Presseleute der schreibenden Zunft dieses Spiel noch nicht durchschaut haben, kann ich ja noch verstehen. Dass aber Welke von der Heute schon nicht darüber gestolpert ist, erscheint mir sehr besorgniserregend. So viel zum Thema Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Denkt an meine Worte. Ich bin davon überzeugt, dass es genauso kommen wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!